Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Rise and Fall als die wunderbaren, friedliebenden, freundlichen Mapuche. Da ist ein nicht Bogi, ein Armbrustschütze. Gummibaum heißen die Dinger. Okay, ein Armbrustschütze. Aber ich meine, für mich bleiben sie halt immer Bogis. Ist schon so, wie die Kinder klein bleiben. Du kommst dahin. Du sollst vielleicht nicht neben dem Lager rumstehen. Interesting idea. Renner? Achso, warte mal, du bist keine Schwere. Lass mal sehen. In Kavallerieabwehr. So mangelt von Fernkampf und Belagerungseinheiten. I like that. Plünderung kostet nur ein. Zweiter, doppelter Flankierungsbonus. Sounds good. Verfolgen sounds good. Alle Formationseinheiten übernehmen die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Eskorte. What? I don't get that. Aber wir machen mal Renner, weil mir das rechte schon besser ist als das linke. Du kommst doch mal dahin. Wir könnten mal... Oder warte mal. Ist da ein Fluss dazwischen? Nein. Ist da ein Wald? Nein. Das heißt, wir können einfach mal schauen, was da drin hockt. Nichts. Okidoki. Einmal. Zweimal. Dahin. Ja, du bist aber hier. Perfekt. Nicht sterben. Ist so die Devise. Dass du ein fucking Panzerschiff hast, macht mich etwas nervös. Ah ja, genau. Du machst mich auch nicht nur etwas, sondern sehr nervös. Warte mal, da ist nochmal Salpeter. Oh, das heißt, wir könnten das Salpeter eigentlich loswerden. Wait a second. Oder wir haben zwei Salpeter und freuen uns. Aha, aha. Aber wir könnten... Weil dann könnten wir hier das Handelszentrum machen, was mich eigentlich eh taugt. Das haben wir aber ordentlich eingeebnet, da dieses Salpeter. Haben wir genug... Bist du jetzt da? Ja, wir kaufen jetzt hier schlicht und einfach einen Handwerker. Let's go. 440er, okay. 6 Aufladungen. Du wirst das Salpeter als erstes mal anschließen. Ich glaube, das bauen wir dann ab. Kriegst du einen schönen Protschub. Damit wir dich zum Musketier machen, damit wir mehr Stärke haben in den lieben, freundlichen, netten, wunderbaren Städten hier. Weil der gute Brasilianer nämlich nicht mehr freundlich ist mit mir. Nein, nein, jetzt mag er mich nicht mehr, der Trottel. Blöder. Okay. Wir sind Fraktal. Ich weiß nicht genau, wie da die Map aussieht. Das ist ja irgendwie der Punkt an Fraktal, oder? Dass man nicht genau weiß, wie die Map aussieht. Aber ich glaube, das hängt hier zusammen wahrscheinlich. Kinda looks like it. Anyways. Du, weißt du was, wir bauen dich gerade nicht unbedingt um. Du kommst ja mal kurz hier runter. Nur so für den Fall der Fälle. Nur so. Als Pederchen sich plötzlich in den Blödsinn überlegt. Naja, wir können dich eigentlich jetzt... Don't judge someone. Zu bringen, dass du hier nicht mehr auf mich schießt, das sehr nett wäre von mir, weil das nämlich zerstörend ist. Vielleicht merkst du das nicht, aber auf Leute schießen ist einfach keine freundliche Sache. Etwas, was man nicht tun sollte, weil wenn man das tut, ist man ein blödes Schwein. Du kannst da irgendwo warten. Ich kann nicht auf mich schießen. Produktion wählen. Du baust jetzt mal eine Bibliothek. Wir müssen ein bisschen aufholen. Können wir da jetzt gleich eine Mine? Nein, wir müssen jetzt erstmal das hier weghauen und das schöne Salpeter freilegen und Farmen zugedeckt wurde. Damit Ding. Jetzt mal dahin. Aber du bist vor allem momentan dafür zuständig, befördert zu werden. Ich muss sagen, der Admiral ist sehr angenehm. Oh oh. Okay, ich habe auf dich geklickt, sorry. My bad. Wir haben alle so viel. Was ist mit den Leuten? Die Krise ist völlig gestört. Alle mit den Tausenden da, an militärischer Stärke. Okay, sure. Das ist ein Spion gebaut, Big Fan. Können wir dich, keine Ahnung, einnehmen? Schon, oder? Eigentlich. Sagen wir mal ehrlich miteinander. Oh shit, das schaut schlecht aus. Ich hätte voll gedacht, wir können dich einnehmen. Ready? Sieht schlecht aus für unser Pferdi. Was ist, wenn ich nochmal drauf schieße? Sieht gut aus für unser Pferdi? Schaut gut aus für unser Pferdi. Dämpft die. Da behalten. Absolut. Einem geschenkten Gaul. Schaut mir nicht ins Maul und so. Und noch ein Lager ist gut. Wenn ich beim Baden bauen will. Nachdem ich dieses Salpete hier losgewandt bin. Produktion Whalen. Kein Händler. Na gut. Das ist Campuszeit. Ja, mein Pico. Campus kommt hier, bitte. Dann können wir dich löschen. Du
Wo wollen wir hin? Mit dir eigentlich. Du hast nirgendwo einen Campus. Hallo? Somebody, please. Ich bin der Einzige mit Campusen hier. Sie haben trotzdem fast so viel Forschung wie ich. Manchmal wäre ich schon gerne eine KI. Geben wir dir Geld stehen. Vielleicht können wir unsere Beziehung noch irgendwie verbessern. Geben wir lieber den Russen Geld stehen. Die Russen sind hier bösartig. Wieso singe ich in letzter Zeit immer mit? Ich weiß es nicht. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich bin froh, dass du sie stellst, wer auch immer du bist. Ich weiß es nicht. Es ist mir ebenfalls ein Rätsel. Förderer, Überfluss. Connoisseur, Stipendien. Ja, große Persönlichkeitspunkte sind immer gut. Moment, das. Ich meine, wenn mir der Russ jetzt auch auf die Eier geht, ich hab so ein bisschen das Gefühl. Sehen wir jetzt eigentlich schon, wieso du so angefressen bist auf mich? Nachdem wir dir einen Handelsweg geschickt haben. Ich würde nämlich gerne wissen, wieso du so angefressen bist. Oh. Yeah. Nein, das meine ich aber gar nicht zum Blödsinn. Das will ich sehen. Unterschiede Regierungs, was da? Eure Kriegstreiber. Mit niedrigem Einkommen, überhaupt kein niedriges Einkommen. Meine Kriegstreiberei ist angeblich ein Problem. Können wir zusammen einen Krieg führen? Haben wir dann keinen gemeinsamen Krieg? Gegen? Wieder? Kommender Krieg. Macht den gerechteren Vorschlag? 12 Gold pro Runde müssen wir dafür haben. Vielleicht machen wir einen gemeinsamen Krieg gegen Peter und dann haben wir uns furchtbar lieb, weil wir einen gemeinsamen Krieg gemacht haben gegen Peter. Mhm. Und that'd be a great idea. Du gehst das da abbauen nachher. Und wir machen dann einfach ganz viele Farmen. Darauf darf ich leider noch keine Farmen machen, weil es kriegt mir erst ab Bauwesen. Also ab Ausrichtung Bauwesen, nicht ab Forschungsdingsbumsi Bauwesen. Forschungsdingsbumsi ist nämlich, wie man das sagt. Wo habe ich jetzt eigentlich. Ja, du solltest jetzt eigentlich. Ah, wobei, du kannst noch kurz da bleiben, kann man unglaublich viel Sachen. Ja. Aber dann bin ich eigentlich den Handwerker hier, ist alles sehr kompliziert. Oder könnte ich hier einfach nochmal einen Handwerker rausschlagen, indem ich das ganze Zeug hier abholze. Wobei, das darf ich ja nicht abholzen. Good point. Das muss stehen bleiben. Das hier muss aber weg. Ja, ich glaube, das machen wir so. Jetzt gibt es noch eine letzte. Ich meine, es wird wieder die Kriegstreiberei so raufziehen. Wenn ich mir Antioche. Also sie schaut halt nett aus. Sie hat einen Hafen. Ja, ich will es aber irgendwie trotzdem haben. Was ist das hier bitte? Als. What the fuck is Alsaka? Oh, ist das dein Unterhaltungsbezirk, oder? Naja, genau. Es gibt immer noch dich. Was wollen wir mit dir anstellen? Machen wir mal. Wo brauchen wir eine Straße? Wir bauen eine Straße von hier in unserer Hauptstadt, finde ich einmal. Gibt so Dinge, die müssen erledigt werden. Wunderbar, zum Musketier verbessern. Habe ich nicht. Moment. Oh, ich habe sogar für 50%. Du bist aber nicht billig, muss ich sagen. Wenn du 115 kostest, wenn es dir schon verbilligt bist. Oh, ich muss mal auch verbessern. Ready. Einheit benötigt Befehle. Du kommst mal dahin. Okay, da ist niemand sonst. Interesting. Aber Regierung, ich will aber gar nicht Regierung. Okay, angeblich ist das auch eine Lüge scheinbar, dass ich Regierung wechseln kann. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Meine Malons werden hoffentlich gebaut überall. Ja, wobei nicht wirklich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wie ich kurz anmerken möchte, ohne zu kritisch sein zu wollen. Das könnte schneller gehen. Ich glaube, wir müssen mit Peterchen in den Krieg ziehen, nur dass Peterchen ein bisschen beschäftigt ist. Peterchen mit Peterchen beschäftigen. Hört sich für mich strategisch klug an. Druck hat große Fortschritte gemacht, okay. Wunderbar. Was machen wir hier? Ein Malon bauen, glaube ich. Weil sonst können wir eh nichts gescheitert. Naja, ein Spion bauen. Aber der Malon ist immer noch kürzer als den Spion. In Handwerke wäre auch eine Idee. Ja. Ah, ich kann nicht aus meinem Haus. Wir bauen vielleicht einen Handwerker zu. Bauen zu viele Handwerker? No. Es ist, Handwerker sind für mich, was für andere Leute Wunder sind. Immer noch einen Handwerker bauen. Du sollst eigentlich mal einen Campus bauen hier, weil so geht's nicht weiter, dass wir nirgendwo so die nötigen Campus haben. Gibt's hier irgendwo was, wo ich wirklich einen Campus hinbauen möchte? Aktiv.
Ich meine, da sind halt zwei von den Regenwaldfeldern, die ich stehen lassen muss. Hier muss ich sowieso stehen lassen. Ja. Ja, war ein Kampf. Und du, nun, mein guter Freund. Wir werden da mal ein bisschen, Minen und Zeug bauen. Mach mal das da weg. Bams. Okay. Dann kommt hier eine Mine. Und schauen wir noch, was wir alles wegkommt. Du, nachdem du das gemacht hast, sehr brav. Bin ich beeindruckt. Was wir kurz hier eine Farmen. Bauernhof, sorry, Bauernhof. Du bleibst dabei da. Wir können beide die Städte nehmen. Du kommst mal dahin, du musst dich nachher immer noch befördern lassen. Du kommst dahin. Nimm jetzt Novgorod. Ne, wir nehmen zuerst Antiocha. Novgorod schaut so aus, als hätte es dann definitiv ein paar kleinere Loyalitätsprobleme, wenn wir es eingenommen haben. Das kann ich stattmachen gerade, ja? Not a fan. Not a fan at all. Ja, wir können da mal schon weiterlaufen. Du kannst dich jetzt endlich mal befördern lassen hier. Dämpfen zur Bombarde. Du sollst in meiner Hauptstadt, die schon wieder heißt. Nuglumapu. Nguluhmapu. Sorry. Nguluhmapu. Mein Fehler. Genau, dann darf ich nicht vergessen, nachher den guten Magnus da rauszuholen, sobald wir das Zeug abgeholzt haben, weil er muss in die Hauptstadt. Damit alle plus 2 Nahrung bekommen. Oder habe ich ihm das jetzt gegeben, die Beförderung? Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich sie ihm noch gar nicht gegeben. Vielleicht habe ich sie nur vor ihm zu geben, später. Guck mal darüber. Da stehen so viele von denen herum. Ich würde da auch mal noch gerne Straße machen, bitte. Nein. Ich werde dich komplett einnehmen und dann werden alle wieder sagen, Kriegstreiberei. Und ich werde sagen, halt's mal. Und dann hätten wir wieder ein neues Ziffletspay. So funktioniert das. Produktion wählen. Wassermühle, Stabhorn. Ja, da hast du alles fertig. Ich meine, Spion oder... Ich will aber jetzt mal ein paar Malons haben. Ich will einfach ein paar Malons. Wir wurden Malons versprochen, am Anfang. Wo die Mapuche beschrieben wurden. Und jetzt will ich welche haben. Sonst bin ich enttäuscht. Heilige Städte, Kornspeicher. Ich meine... So viele heiligen Städte, was soll ich mit dem ganzen Glauben anfangen? Gibt's ja nicht. Bär. Ritter. Stadtmauern. Ich meine, du kannst doch einmal mal Stadtmauern bauen da. Vielleicht, ja, bauen mal kurz Stadtmauern. Weil es wird der mit seinem Panzerschiffchen. Wieso hast du 58 Stärke? Was ist. Oi, da. Russland. Krieg dich mal wieder ein. Wir haben da jetzt eh noch nicht einen Handels. Wir haben da schon ein Handelszentrum gebaut. Warte, wer war denn das mit dem Handelszentrum? Du? Du hast noch kein Handelszentrum? Du hast doch kein Handelszentrum, okay. Alles klar. Dein Handelszentrum kommt dann dahin. Wir machen das ein bisschen verschränkt. It's fine, it's fine. Ram, dam, dam, dam. Das ist nicht fein. Das ist überhaupt nicht fein. Das ist sehr schlecht, dass da ein Blamus zuzüchtet. Das hätte mir irgendwer vorher sagen können, bitte. Wo kommst du mal da hin? Du kommst hier hin. Du bist die Bombarde verbessert. Yay! Belagerungstaktiken haben große Fortschritte gemacht. Wonderful. Du kommst hier hin. Du heilst. Perfekt. Ja. Du kommst mal da drin. Du kommst hier hin. Einheit benötigt Befehle. Wer benötigt genau du? Genau, das wusste ich ja. Genau auf dich habe ich gewartet. Mein bester Mitarbeiter. Wir machen nicht mehr viel Geld. Fällt das Ihnen auf? Wieso mache ich so wenig Geld? Ich will gerne mehr Geld machen, bitte. Ich brauche aber auch ein paar Straßen. Moment mal. Straßenmäßig. Wir schauen mal hier. Da ist K-Straße. Wo wäre das gerade gewesen? Fuck. Was ist du? Ich glaube, das warst du. Wir könnten nach Willimapo und damit hier mal eine Straße. Ja, geh du mal nach Willimapo. Wir müssen uns auch noch ein bisschen um die Straßen kümmern. Das ist schon richtig. Willimapo, let's go. Vier. Also, du hast den Magnus drin. Understandable. Dass man dann 4 Nahrung bekommt hier. Wird jetzt nicht ewig so bleiben, aber. Hey! Er nach unten expandiert hier. Ey, Schlawiner. Ah, das ist eine Landbrücke, glaube ich. Ram, ram, pam, pam. Was für ein Zwerg? Wo? Da, ah, shit, die können ja da drüber schießen. I forgot. Oh no. Okay, Moment mal. Du kommst mal dahin. Ist ein bisschen nervig, wie das hier steht. Ohne jetzt irgendwem auf die Füße treten zu wollen. Echt ein bisschen nervig. Schießkunstexperte mal für dich. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt gescheit? So nicht. Du kommst mal dahin. Du kommst mal dahin. Please don't die. Du wirbst da. Okay.
Ich meine, die hat nicht mal eine Stabmolch, da kann ich zu schwer sein, nur so ein blödes Ding sie von einer Armbrustschütze da drin steht. Eines Armbrustschützen da drin steht. Ja, wir gehen das jetzt mal abbauen. Wir hauen da jetzt einfach mal so viel Produktion raus, dass du gar nicht weißt, wie dir geschieht. Dem. Kann ich da durch, bitte? Oh, oh. Hoffentlich hat da niemand Fernkampf. Ich möchte da nur kurz durch, bitte, auf die andere Seite. Damit wir Leute kennenlernen, damit wir handeln können, damit alle profitieren von allem und so. Weil das Digga mit den neuen Runden ist, macht mich etwas beruhigen gegen diesen Ansturm brasilianer Armbrustschützen. Brasilianischer Armbrustschützen. Egal, kommen sie auf alle Fälle, wollte ich sagen. Einmal. Nicht nur 45, das tut so wie sie, das reicht dann wieder nicht hinterher. Ja, genau. Das ist das Problem, ja. Okay, warte mal, du. Aha. Du bist derjenige. Aha. Bamsty in dem Fall. Mein Freund. In dem Fall wirst du wohl einfach gebamstied werden. Ohne Gnade. Du bist schon mal in die Richtung. Die Richtung, schau mal, du kommst da hin, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Okidoki. Produktion wählen. Das ist ein schönes Plättchen. Das könnte eigentlich ein Handwerker vertragen. Hey, wir haben schon Perlen, oder? Ja, wir haben da Omi nur Perlen gehabt, nicht wahr? Ja, schade. Ich meine, da können wir noch mehr Perlen verkaufen. Aber an wen? Gibt dir niemanden. True story. And the sad one as well. Können Stab machen einen Handwerker dann Bodystabmauern. Ich finde, Stabmauern sind generell gut überbewertet. Am Schluss gehen dort alle nur Suizid begehen. Wenn es hoch ist und man runterspringen kann. Das ist auch nicht okay. Also, ich meine, jetzt nicht in dem... Es ist nicht schön, wenn Leute Suizid begehen, meine ich damit. Breaking News. Wir gehen mit dir wohin? Dich abholzen und dann da ein Dingsbumsi machen? Mit Dingsbumsi meine ich natürlich wie immer Bauernhof. Ich will jetzt... Ich darf dich nicht abbauen? Ich mag aber. Ehrlich jetzt? Interesting. Einfach gar nicht. Ist nicht erlaubt. Das ist... Aha. Okay. Oh well. Kann ich einfach ein... Kann ich einfach irgendwas draufbauen? Sag jetzt mal, ich würde sagen Unterhaltungsbezirk. Da, naja. Naja, okay. Naja, just asking questions. Okay. Well, in dem Fall, würde ich mal sagen, bauen wir da eine Mine drauf. I guess. Okay. Du kommst dahin. Okay, okay, okay. Nein, das ist ein Katapult. Stop. Hui. Lauf, so schnell du kannst. Dann Admiral. Du willst mir Wale geben, du bist dafür ein Salpeter, ein Pferd. Vielleicht werden wir so wieder Freunde. Aber ich will dir nicht wirklich Salpeter geben. Wir sehen, wir ohne Salpeter machen und du lass das hier sein. Wir sehen, wir ohne Pferd machen. Cool. Ja, yeah, I'm a fan of this. ja, ist fein. Wunderbar, ja, finde ich auch wunderbar. Wollen wir vielleicht. Wollen wir? Sind Frieden? Oh oh, oh oh. Werde ich da beschossen gerade? Nein, wir machen keinen Frieden. Das ist immer noch nicht ganz verstanden. There's no peace. There's death and desperation. Einmal, zweimal. Ich meine, irgendwann müssen wir da eigentlich eine Bombarde hinstellen, aber ich bin alles ein bisschen scheu gerade. Da kommt dann die Bombarde hin. Du kannst da jetzt nicht rumstellen, ist das Problem. Du musst dich da hinstellen und schießt wenigstens der depperte Armbrustschütze auf dich. Das ist fein, weil dann schießt er nicht auf die Sachen, die eigentlich gar nicht beschossen werden sollen. Du kannst dich schon mal da hinstellen. Nimm mich nicht in die Nähe, du kriegst vielleicht zu viel Schaden ab von so einem Armbrustschützen. Gemeine Sachen antun will. Du gehst zu diesem Wald, den abholzen, damit wir den Magnus hier endlich ablösen können. Wir klauen Geld, oder? Ja, das können wir nicht mehr Quellen beschaffen als erstes und dann Geld klauen. Schauen wir mal. Das sieht immer für mich aus, seine Reichweite sieht immer für mich so aus, als wäre da eine Grenze. Aber es ist gar keine Grenze. Das ist so die Karotte vor der Nase. Ja, das finde ich sehr freundlich von dir, dass du nicht gestorben bist. Das ist ein bisschen risky von mir. Daher... Dankeschön. Einmal. Zweimal. Bamst.
Westlichste Welt, Produktion wählen. Hier wird die Universität rausgehauen jetzt. Yes. Du hast ebenfalls die Universität. Wir müssen hier mal ein bisschen in Fahrt kommen. Okay, wir sind immer noch so weit hinten. Und du bist leider auch weit hinten, Cleo. 89. Ein weiterer Markt. Ich meine, wir haben Geldprobleme. Kleine, leichte. Keine großen, aber ein paar. Bau mal einen Markt. Du wolltest auch einen Kornspeicher. Wir sind eh alle so unglücklich, dass ich nicht weiß, ob das wirklich so wahnsinnig intelligent ist, den Kornspeicher zu haben. Aber egal, machen wir es mal. Und dann bauen wir einen Hafen bei dir auch, oder? Oder wollte ich da ein Handelszentrum bauen? Ja, wir bauen einen Hafen bei dir einfach. Du bleibst hier. Vielen Dank der Nachfrage. Du könntest eigentlich einen Schritt hier nach vorne machen. Ist da irgendwer drin? Ein Sperrcamp. Warten wir noch kurz. Heidi, ich hoffe, wenn mir das so Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like und abonniert den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.